Na, guten Morgen, Chef. Ja, guten Morgen. Da guckst du schon wieder erschreckt, ne? Bist schon wieder am Spielen, ne? Ja, sprachlos. Hm, genau, sprachlos. Das sind mir die Richtigen. Am Spielen bin ich nicht. Ich habe was ganz Tolles gekauft. Du hast ja gesagt, du lässt mir freie Hand. Ich habe was gekauft, das ist mit Nasenbären, Seekühen, Elefanten verwandt. Seekühe haben wir jetzt. Ja, so ungefähr. Super, wir haben Seekühe, super geil. Wir zeigen euch heute was über Seekühe oder so ähnlich. Ist zumindest ein Verwandt. Wir gucken mal. Es ist klein. Ist kein Wasser drin. Seekühe müssen immer unter Wasser sein. Ach, das sind doch Igel. Das sind keine Igel. Das sind Igel-Tanrex, die heißen wohl Igel, weil die so aussehen, aber es sind keine Igel. Die sind ganz anders, als du das kennst von unseren europäischen Igeln. Guck mal, sind die nicht süß? Igel sind da bissig. Ja, also man sagt, diese hier, die haben ein reduziertes Gebiss, also die haben gar nicht so viele Zähne, aber sie sollen sehr kraftvoll zubeißen können. Das können wir euch vielleicht noch demonstrieren hier heute. Ja. Der ist wirklich fruchtig, der Kleine, deswegen würde ich den auch mal schnell reinsetzen. Ach, der ist fruchtig. Ja. War das erzählt, die beißen nicht und reduziert das Gebiss, dann lass dich doch mal beißen, lass uns doch mal gucken. Das möchtest du sehen, ne? Ja, genau. Ja, aber der sieht doch ganz aus wie ein Igel. Nee, guck mal, vom Gesicht her sieht der aus wie so eine Spitzmaus. Ja. Unterm Bauch ist der ganz flauschig und das Besondere... Da bin ich auch. Seht ihr das? Der hat richtige Greifhände. Ich finde, der sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Niffler von Magische Tierwesen. Was für ein Tier? Niffler. Kennst du den Film nicht, Magische Tierwesen? Nein. Ich stehe ja so auf Harry Potter und sowas. Und da gibt es auch so ein Tier, das sammelt immer Münzen ein. Und der auch? Ja, der hat auch so kleine Greifhände. Haben die hier irgendwo ein Geldlager schon? Das ist gut. Dann kaufen wir da noch mehr von, ne? Wenn die Geld sammeln. Hallo, da ist ja noch einer. Die sind ja ganz klein. Sind das ganz kleine Babys? Also Igel-Tanrex werden nicht besonders groß. Die werden so ja, 16, 18 Zentimeter. Rechnet man da die Stachel mit? Haha, jetzt wollte er beißen. Los, Baxe. Schnell, Baxe. Wenn die dich einfach so in die Hand nimmt, dann werde ich doch. Ja, und kannst du mir dann noch mehr zu erzählen zu diesen Seekühen? Natürlich. Übrigens, also, Nasenbären haben wir nicht mehr im Programm. Ne? Zu Nasenbären gehören die auch. Da werde ich immer angeschrieben, ob wir Nasenbären haben. Nasenbären, Waschbären, sowas gehört alle zu mittlerweile invasiven Arten. Nasenbären sind gar nicht invasiv. Da gibt es gar keine Population hier in Deutschland, schon lange nicht. Aber so wie die EU ist, die macht immer so einen glatten Strich. Und wenn die mal am Verbieten sind, verbieten die alles. Sind die auch invasiv, diese Tanrex, hast du gesagt? Nee, also der Tanrex kommt aus Madagaskar. Und das heißt, der kann nicht invasiv sein, weil? Weil er es wärmer braucht. Der wird mit unserem Winter niemals klarkommen. Ja, aber das ist ja nicht mehr lange. Es wird ja jedes Jahr wärmer. Da warten wir mal nur 3, 4, 5 Jahre, dann ist ja warm genug. Nee, also der braucht schon so Temperaturen. Also wir haben jetzt auch hier einen Dunkelstrahler drin. Ein Kollege sagt vorhin, deine Lampe funktioniert nicht, ich sehe nichts. Das ist ein Dunkelstrahler, also der macht kein Licht, der macht nur Wärme. Mhm. Ne, dass die so temporär so eine wärmere Zone haben, dass die da ruhig so auch bis zu 35 Grad haben. Das brauchen so warm. Die. Ja, weil das sind nämlich sehr coole Tiere. Wie ich schon gesagt habe, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes cool, weil die haben nämlich eine ganz niedrige Körpertemperatur. So 28, 32 Grad ist denen ihre normale Körpertemperatur. Dann wären wir schon lange tot. Ja, genau. Und damit die in Schwung kommen, müssen die ab und zu mal so ein Sonnenbad nehmen. Die in Schwung kommen. Also wenn ich in Schwung kommen soll, da brauche ich was ganz was anderes. Aber damit ich so aus dem Schwung nicht rauskomme, setze ich mich mal hin. Und du kannst mir noch ein bisschen erzählen. Ja, also das sind ganz andere Tiere, als man vermutet. Ne? Wie gesagt, sie sehen halt unseren Igel sehr ähnlich. Ne? Ja, wie so eigentlich von Weitem auf alle Fälle ein Igel. Schon wieder dein Telefon. Mein Telefon. Also der sieht wohl unserem Igel, den wir hier kennen, sehr ähnlich, wie so ein Miniaturformat, aber der ist halt ganz anders. Unsere Igel, die wir im Garten haben, sind halt Bodenbewohner, ne? Die laufen nur auf dem Boden rum und der Igel Tanrex ist auch ein Baumbewohner. Aber vor kurzem hatten wir da auch diesen afrikanischen Weißbauchigel. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Sag ich mal, so ganz viel anders sah der nicht aus. Ja, der hat eine spitzere Nase, aber sag ich mal, im Verhältnis zu dir habe ich ja nun mal eine dickere Nase und du auch eine spitzere Nase. Nee, also der hat mit unserem Igel eigentlich gar nichts zu tun. Wie gesagt, die bleiben kleiner, ne? Die sind Baumbewohner. Hat der längere Beine? Ja, der hat Greiffüße. Guck mal hier. Der kann sich ganz toll festhalten, der kann auch richtig klettern, auch kopfüber wie ein Eichhörnchen. Ja, aber da fehlte mir der Schwanz. Der hat so einen kurzen Stummelschwanz, den der auch zum Abstützen nimmt. Na, siehst du da? Aha.
Und die hier sind Nachzuchten. Das sind alles Nachzuchten, die genau. Haben wir von Kunden gekriegt oder von einer Zuchtfarm oder von wem kriegen wir die? Also vor einiger Zeit noch gab es die Igel-Tanrex eigentlich nur in Zoos. Hier in Deutschland gibt es so ein Dutzend Zoos, die die Igel-Tanrex halt halten und auch nachzüchten. Und mittlerweile gibt es sie auch in Privathand. Also wenn man einige Sachen beachtet, ist es nicht schwer. Abgesehen, dass sie es ein bisschen wärmer brauchen. Die brauchen so eine Ruhephase. Da ist gar kein Licht. Da ist ja auch ein Dunkelstrahler. Ja. Das solltest du aber wissen. Infrarotstrahler, ne? Ich dachte, der wäre aus. Ja, okay, ja. Rotlicht gibt es mit Rotlicht. Aber das ist ganz schön warm. Und da brauchen die aber nur einen Punkt, nicht alles so warm. Genau, da können die sich das aussuchen, wo die so hingehen im Terrarium, ne? Dass die können sich da mal aber so bei Zimmertemperatur gehalten werden. Ja. Jetzt ist der wach. Ich meine, das haben wir ja immer, wenn wir ein Video drehen, dass die Tiere dann wach sind, weil wir sie da reinsetzen, um zu zeigen, was für ein schönes Gehege die brauchen. Ist der genauso wie die anderen Igel auch nachtaktiv, dämmerungsaktiv? Ja, und das ist noch so ein Punkt, ne, den man auch mal klarstellen muss. Wir sagen ja immer nachtaktiv. Ja. Ne? Die Tiere sind auch nachtaktiv, aber total gut erforscht, eben weil die schon so lange im Zoo gehalten werden. Also ein Igel-Tanrek wird so gegen 15 Uhr nachmittags langsam wach. Dann braucht er so 3 Stunden, bis er mal in die Gänge kommt. Der guckt erst so ein bisschen, schnuppert so ein bisschen. Um 18 Uhr sind die dann aktiv. Bis 6 Aha. Uhr morgens. Und dann sind die ab 15 Uhr werden die wach und ab 18 Uhr richtig aktiv. Genau, also eigentlich das perfekte Tier. Da kann man Tier, die Uhr nachstarten? Ja, nicht die, das ist wie mit einem Goldhamster. Der eine wird mal ein bisschen eher wach, der andere wird mal ein bisschen später wach. Oh, jetzt hat es Pipi gemacht. Aha. Oh, das ist schon gut hier. Guck mal hier, da hat es Pipi in der Hand gemacht. Ah, die macht noch. Habt ihr das auch drauf hier? Den macht also ihr Pipi. Also die Tina ist nicht gebissen worden, ich auch nicht. Riecht wie Pipi. Ist vielleicht auch eine ganz interessante Sache. Kommt aber Sache. Nur tropfenweise, hat er vielleicht Prostata-Leiden? Das ist ja schon nee, aber ist ein interessanter Punkt. Siehst du, wie dunkel das Pipi ist? Ja. Igel-Tanrex trinken fast gar nichts. Ne, die sind in der Lage, ja, das Urin zu konzentrieren. Ne, also Aha. Die nehmen eigentlich nur Feuchtigkeit mit der Nahrung auf. Ja, und jetzt hat er mal gerade, aber... Jetzt hat er fertig. Genau. Wolltest du jetzt eben unterbrechen und die Hände waschen? Wollen wir auch noch gucken, wie schön sich die Tina die Hände wäscht oder sparen wir uns das lieber? Ich glaube, das sparen wir uns lieber. Geh du mal Hände waschen. Im Vergleich zu vielen anderen Tieren, die wir im Nagarium halten, kann der richtig toll klettern. Das heißt also, ein dreidimensionales Gehege machen, kein zweidimensionales mit Kletterbäumen. Haben da gar kein Problem, sich festzuhalten, was mit einem normalen Igel gar nicht möglich ist. Also wir haben ja auch gerade schon gelernt, das ist also... Kein Igel, sondern der ist eher verwandt mit einer Seekuh, mit einem Ameisenbär, mit einem Nasenbär. Obwohl, die sind alle viel größer. So eine Seekuh, das ist ja schon ein Riesending, wollte ich auch mal haben. Aber ich habe gar kein Swimmingpool, wo ich die unterbringen kann. Die Mini-Seekuh, die nicht im Wasser geht, haben wir jetzt gerade hier. Ach, bist du fertig mit deinem Waschen? So, ich habe meine Finger wieder im Spiel. Riecht das auch nicht mehr? Wollt ihr mal testen? Nee, ist okay. Sie hat sogar Seife genommen. Das war ja nur eine Kontrolle. Wir müssen ja, ob sie Seife genommen hat, ob sie desinfiziert. Aber alles gut, alles, ja? Alles, komplett Programm. So, genau. Dann erzähl mal weiter. Die Tanrex haben sich, nee, er hat sie noch nicht schlafen gelegt. Wofür braucht er denn hier eine Sandschüssel? Ja, das ist wie bei allen Igeln. Da macht das auch gerade so ein bisschen den Sand zwischen den Stacheln verteilen. Ich denke, der ist kein Igel. Ja, er sieht aus wie ein Igel und er hat Stacheln, nur viel kürzer. Ne? Die Stacheln sind nur so 1 Zentimeter bei denen. Und auch so spitz? So, wenn man die streichelt, überhaupt nicht so spitz und nicht so dick wie beim europäischen Igel oder bei dem Weißbauchigel, die wir hatten. Aber wenn er wütend wird und die aufstellt und halt diese Puffgeräusche macht, ne, zum Abschrecken, dann tut das schon ganz schön weh, weil die kleinen dünnen Stacheln gehen noch mehr durch als... Ja, so ein bisschen verteidigen muss der sich ja auch. Genau. Und den kann man jetzt einfach hier so auf die Hand nehmen und der ist dann nicht böse. Ja, also die werden auch relativ schnell zahm. Ja, das stört ihn gar nicht. Man sagt allerdings, ne, man muss aufpassen, wenn man Futter angefasst hat. Wenn man vorher mit Mehlwürmern hantiert hat oder Heimchen. Aha, ne? Ja, ich habe dich angefasst. Bin ich Futter? Ja, weiß er das? Ist das überhaupt ein Er oder eine Sie? Schwierig zu unterscheiden. Also nicht wie bei anderen Igeln Stachelzehren, ein Stachel mehr ist ein Männchen? Nee, leider nicht, bei denen nicht. Also oder beim Weißbauchigel hatten die doch einen Knopf unterm Bauch. Genau, die hatten dieses Knöpfchen unterm Bauch. Ja. Die männlichen Igel haben die leider auch nicht. Haben die nicht? Nee, man kann das Geschlecht nur unterscheiden bei denen, weil das Männchen, da stehen die Augen weiter auseinander und der Kopf ist breiter. Ja, toll. Also wenn meine Augen weiter... Aua! Ah! Also so nett ist er dann doch nicht. Ich tue den mal zurück.
Ja, da hat er mich richtig reingebissen. Kann er doch, blutet aber nicht. Da heißt, das ist die Bestätigung, was du gesagt hast. Die können ganz doll zubeißen. Die können doll zubeißen, aber haben ein bisschen stumpfere Zähne. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Ich hätte tot sein können, wenn der jetzt so groß gewesen wäre wie so eine Seekuh, ne, und hätte mich dann so gebissen, dann wäre der Kopf ab. Jetzt kommt doch Blut. Da, ein ganz klar, ich glaube, ich verblute jetzt. Ich kann ja mal drücken, dann wird es mehr. Guck, du wirst mir, da, auch, du wirst mir auch immer sympathischer, weißt du? Jetzt blutet dann. So, jetzt also unter härtesten Bedingungen versuche ich euch wieder ein ganz liebes Haustier schmackhaft zu machen. Also er hatte schon Appetit, er fand das schon schmackhaft. Das war, weil ich dich angefasst habe. Jetzt ja, das könnte sein. Das hier futtert dir. Das hat er ganz klar erkannt. Der war am Verhungern, ja, Tina. Vielleicht daher. Du kannst doch nicht so ein ausgehungertes... Ach so, die stehen ja jetzt gerade erst auf und dann will der jetzt frühstücken. Ja, da warst du der appetitliche Snack nebenbei. Das ist ja erregend. Ich war der Morgensnack. So, was muss ich noch über den wissen? Der braucht nichts zu trinken? Nee, das stimmt nicht. Ein bisschen trinken geben wir ihm schon. Wir bieten ihm Trinken an, aber er trinkt sehr, sehr selten, sehr, sehr wenig. Und wie ich da sehe, haut er sich gerade ein paar Mehlwürmer rein. Hier oben ist aber auch noch Körnerfutter. Nee, das ist spezielles Igelfutter und da unten haben wir noch Katzenfutter. Also die ernähren sich Karnivor, also Fleisch mögen die sehr gerne. Die essen ab und zu mal so ein bisschen Grünzeug. Aber die werden mir immer sympathischer. Fleisch essen die auch. Ja. Aber Fleischfresser sind ja eigentlich alle Igel. Ja. Weißbauchigel macht gar keinen Winterschlaf. Unser genau. Igel weiß jeder, der geht einen Winterschlaf machen. Was mache ich denn bei denen im Winterschlaf? Die machen keinen Winterschlaf, auch nicht. Die machen allerdings eine Ruhe. Und zwar in Madagaskar, wenn das Futter knapp wird, weil es halt so heiß ist, ja, jahresgemäß halt trocken, ne, nicht viele Insekten gibt, dann gehen die in eine Ruhe. Das ist so ein starrer Zustand, aus dem sie ab und zu auch mal erwachen. Dann können sie ein bisschen rumlaufen, aber das dauert so 2-3 Monate, wo sie wirklich wenig Nahrung zu sich nehmen. In der Zeit sollte man auch den Dunkelstrahler ausmachen. Ja, also ich könnte auch so einen Sommerschlaf machen. Also wenn die Sommer noch wärmer werden, muss ich mal ganz ehrlich sein. Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, die müssen sich auch irgendwie vermehren. Also wir haben festgestellt, Männchen und Weibchen können wir nicht unterscheiden, außer dass die Männchen so die Augen so ein bisschen breiter haben als die Weibchen. Die haben die enger. So. Mhm. Ne? Da können wir die ja prima dran unterscheiden. Die sehen das auch, dass der andere breitere und engere Augen hat? Nee, das ist halt so ein Rhythmus bei denen. Die machen halt erst diese Ruhe. Ne? Die tänzeln das, so wie du jetzt ja, gerade. Ja, die tänzeln so wie ich. Ne? Die, die tänzeln dann nach der Ruhe. Suchst du auch gerade, oder was? Weil du so mit tänzeln? Sie grinst, kein Kommentar. Nach der Ruhe tänzeln sie dann und dann kommen die Männchen und alle tänzeln, dann sehen sie. Und dann gibt es eine Paarung und wie lange tragen die und wann gibt es Junge? Boah, eine Frage nach der anderen. Du wolltest mich aufklären. Ja, ich kläre dich jetzt auf. Also, die machen erst Tina Ruhe. Klärt mich die jetzt schlafen auf. Sich mal so richtig aus. Ja, das bräuchte ich auch ne? manchmal. Ja. Dann werden die wach und es gibt wieder richtig viel zu essen. Ne? Ja. Das heißt, ne, wer viel essen kann, kann auch viel feiern und viel kommen die in Paarungsbereitschaft. Mhm. Ne? Die Männchen, das ist auch so eine Besonderheit, die haben dann ein weißes Sekret in den Augen und aus der Nase. Die das schäumen vor Wut. Kommt denen quasi die Freude, strahlt denen aus den Augen. Genau. Ne, man weiß nicht, warum dieses weiße Sekret auftritt und welchen Sinn das hat, aber die Männchen haben dann halt so, das sieht man auch im Auge, so wie wir Schlaf haben manchmal, haben die das ganz so weiß im Auge verteilt. Und die gehen dann auf Weibchensuche. Ich habe nie einen Schlaf im Auge, weil ich schlafe eigentlich gar nicht. Ihr wisst ja alle, das Böse schläft nie. Und dann kommt das Weibchen und dann paaren die sich. Und wie lange sind die dann tragend, die Mädels? Die paaren sich mehrfach hintereinander und dann sind die Mädels so 60 bis 65 Tage tragend. Und dann gibt es eine Handvoll Junge? Ja, 2 bis 10. Das kann schon eine Menge sein, ja. 2 bis 10 Jungtiere, die werden ganz klein, die haben so 5 Gramm circa. Ist ja gar nichts, das ist ja so. Genau. Nackig. So. Nackig, ja, so kann man ja auch. Und blind. Nackig und blind, das heißt, die sind komplett hilflos. Und dann kriegen die so 2 bis 10 Junge und die sind dann noch lange bei der Mutter. Pflegt die oder jagt die weg und sagt, sobald die laufen und gucken können, also, Jungs, da vorne ist der Kühlschrank. Ja, so ganz so einfach ist es nicht. Also die sind erstmal die ersten Tage ja hilflos. Das dauert so 9 Tage ungefähr, bis die Augen aufgehen. Ja. Na, dann in der Zeit wachsen natürlich auch die ersten Stacheln und die ersten Haare. Ja, so ungefähr 14 Tage später verlassen die dann auch schon mal den Bau oder die Höhle, in der die geboren wurden. Die Mutter säugt die bis zu 5 Wochen.
Ne? Ist auch für die kein Problem, auch wenn es 10 Jungtiere sind, weil die hat 6 Paar Zitzen. Wer kann denn so weit rechnen? 6 Paar, also 6 Paar Zitzen. 6 Paar sind 12 Zitzen. Das heißt, dann kann ja auch 12 Junge kriegen. Es gibt ja auch einige Tiere, die Jungtiere kommen auf die Welt und saugen sich an der Zitze fest und bleiben da hängen. Ist das bei denen auch so? Nein, oder? Das ist bei denen nicht so. Allerdings. Die bleiben im Nest liegen, wenn die Mutter losmarschiert und fängt Futter, dann liegen die alle im Nest. Die bleiben alle schön bei Mami im Nest. Ja, da haben wir ja heute schon, oder zumindest ich, richtig was gelernt. Ich habe was gelernt, aber hallo. Und das in meinem Alter. Aber ich habe gut Zubehör. Wir können ja noch trotzdem noch mal eben den Haltungscheck machen. Dina, fang mal an mit dem Haltungscheck. Der Igel-Tanrek wird ca. 14 bis 18 cm nur klein. Klein ist das Terrarium, was die Mindestmaße sind, nicht so klein, sondern so 1 m x 60 x 60, also auch mindestens 60 hoch. Wir die essen gerne Heuschrecken, die essen gerne Mehlwürmer, die essen gerne Regenwürmer. Ja, Schaben, eigentlich alles, was fleischlich ist, so wie Katzenfutter, so wie nass und trocken. Also die werden 13 bis 17 Jahre alt, also bei guter Pflege sicherlich auch 20 Jahre. So ein kleiner Igel, der ja nur 14 cm ist, so groß werden oder ein bisschen größer. 20 Jahre ist gar nicht so weit hergeholt. In einem Zoo gab es mal einen, der war 19. In der Natur allerdings nur so 3 bis 5 Jahre. Dann kommt meist das Fossa. Das heißt, die machen keine Winterruhe, sondern eine Sommerruhe. Also wenn es zu heiß ist, legen die sich ins Kühle, in den Schatten, so wie ich das auch mache, und lassen mal ganz relaxed die paar Wochen, wenn es so heiß ist, ausklingen. Das kann bei denen bis 2 Monate sein. Genau, Winterruhe ist für die wichtig. Danach beginnt bei denen die Sommerruhe. Sommerruhe. Ja, bei uns fällt die Sommerruhe von denen halt in die Winterzeit. Ne? Könnte man ja auch mal sagen. Also so von Oktober bis Dezember machen Weil wir das bei uns. Die auf der anderen Seite vom Äquator leben, der also hier so rund hier unten ist. Das. Wir haben hier unten Winter und dann haben die Hochsommer. Und wenn die Hochsommer haben, schlafen die. Und die haben sich die schlechten Angewohnheiten von zu Hause noch behalten und schlafen bei uns im Winter, weil sie ja dann eigentlich Sommer haben. Genau. Habe ich das gut erklärt? Hast du super erklärt. Prima, ich bin stolz auf mich. Die Mutter bringt 2 bis 10 Jungtiere dann zur Welt nach der Paarungszeit. Hat aber 12 Zitzen, können auch mal ein paar mehr sein, wäre dann nicht so schlimm. Genau, die säugt die eine ganze Zeit lang. Also erst sind die auf alles Mögliche angewiesen. Die sind nackt, die sind blind. Nach 14 Tagen fressen die selbstständig. Nach 5 Wochen kümmert sich die Mutti gar nicht mehr. Also wenn wir Sommer haben, haben die zu Hause Winter. Dann brauchen die eine Raumtemperatur von so 17 bis 20 Grad. Wenn die da unten Sommer haben, haben wir Winter. Dafür haben wir ja so einen Dunkelstrahler drin. Dann brauchen die so 23 bis 32 Grad. Und wenn wir das so warm machen, dann pennen die. Kann ich nicht einfach die Heizung auslassen und die sind den ganzen Winter, unseren Winter auch wach und machen keinen Sommerschlaf, oder müssen die das haben? Also man sagt wirklich, dass diese Ruhephase wichtig ist. Ne? Nach dieser Ruhe kann man auch erst das Geschlecht erkennen. Und dann paaren die. Also wenn man keine Jungen haben will, ja, aber ist nicht artgerecht. Das heißt, wir machen auch für unsere Tiere eine Sommer- und eine Winterphase. Herkunft war Madagaskar, hast du gesagt, und viele Klettermöglichkeiten. Wir haben gesehen, die können klettern. Die können auch im Finger beißen. Blutet aber nicht so schlimm, also geht ganz ohne Pflaster, hat jetzt schon aufgehört zu bluten. Ihr könnt diesmal nicht triefen sehen, tut mir ein bisschen leid für euch. Aber ihr könnt denen auch Fleischliches zu fressen geben, vielleicht hören sie dann auf zu beißen. Das war wieder spannend. Ich habe heute was gelernt, ihr auch. Und ich gucke jetzt nochmal, ob er das nochmal kann. Ob der nochmal beißen kann? Ich hau jetzt ab. Eigentlich wären die ganz zahm, die sind ganz lieb und ganz flauschig. Die sind eigentlich. Komm doch nochmal gucken. Wisst ihr, das Wort eigentlich, ne, ist eine Einschränkung. Ich hau jetzt ab, die kann sich selber beißen lassen. Tschüss. Wir sehen uns.